Jonathan Mese. Sie sind einer der eigenwilligsten Künstler Ihrer Generation. Eigenwillig in dem Sinne, dass Sie einen ausgeprägten eigenen Willen haben. Und den setzen Sie durch. Aber wie schaffen Sie das, Ihren Willen durchzusetzen? Herzblut. Ich habe mehr Herzblut als alle anderen und ich traue der Kunst viel mehr zu als alle anderen. Und ich will, dass die Kunst die politischen und ideologischen und religiösen Teufelskreise ersetzt und dass Kunst an die Macht kommt. Und mein Wille ist gar nicht so groß, weil ich sehr viel an mir abspielen lasse. Sie haben jetzt gesagt, die Kunst an sich abspielen lassen. Wie sieht das aus? Wie geht das? Kunst ist eben nicht wählbar. Man lässt sie an sich abspielen, wie Schlaf, Essen, Trinken, Geburt, Tod, Mutter, all das, Kameradschaft, Liebe, das sind Dinge, die wir nicht wählen können, die sind elementar für unser Leben. Man muss für sich rausfinden oder überhaupt rausfinden, was sich der Kunst in den Weg stellt. Und es gibt nur eine einzige Sache, die sich der Kunst in den Weg stellt, das ist Ideologie. Und Ideologie wird nur von erwachsenen Gehirnen produziert. Also Ideologie findet man nicht im Tierreich, nicht in der Natur, nicht bei der Sonne, nicht bei Babys, nicht bei Kindern, nur bei Erwachsenen. Und dann werden diese Erwachsenen eben Herrscher, religiöse Herrscher, politische Herrscher. Und diese Typen stellen sich dann der Kunst in den Weg und dressieren ihre Kinder, das dann auch noch zu tun. Das finde ich sehr zynisch, übel und gegen die Kunst und die Zukunft gerichtet. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Kunst und Kultur? Kultur ist erstmal der Blick nach hinten. Ja? Kultur ist meistens Bewahrung und leider gibt es ganz viele Menschen, die denken, dass die Kunst aus der Kultur erwächst. Das war falsch. Die Kunst kommt aus der Zukunft. Die Kultur gab es schon, die war da. Das ist die Vergangenheit, die können wir bewahren, aber wir können aus ihr nichts für die Zukunft ziehen, weil die Zukunft tut, was sie will, wenn wir sie lassen. Und Museen sind toll, wenn sie Kultur bewahren, aber bitte nicht denken, dass das die Saat von morgen ist. Das ist gegessen, das ist abgehakt. Wir können darauf nicht erbauen. Das, was gerade passiert überall weltweit, ist Kulturkampf. Jeder erzählt, dass seine Kultur die geilste ist und sie sind natürlich alle gleich falsch, scheiße und unbedeutend für die Zukunft. Alles, was ideologisch ist, ist nicht Kunst. Viele Künstler heute stellen sich wieder Ideologien in den Dienst und verlassen dadurch die Spielfläche Kunst und verraten die Kunst, es sind Verräter an der Kunst. Hat denn die Entwicklung der Zeitläufe Sie nicht dahin gebracht, vielleicht anders nachzudenken über Demokratie, über Wählbarkeit und vielleicht auch einen Wert darin zu sehen? Nein, im Gegenteil. Unter dem Deckmantel von Demokratie kann sich gerade alles vereinen und unter diesem Teppich sind alle zu Hause, bis wahrscheinlich auf den Nordkoreaner. Und alle behaupten, dass sie Demokraten seien und es setzt sich auch alles durch. Alles ist ja gewählt, Erdogan bis Trump. Also irgendwas scheint ja an dem Prinzip der Demokratie falsch zu sein. Ja? Und warum sollten wir nicht mal was Neues riskieren? Ich wäre sehr froh, wenn auf dem Spiegel irgendwann mal steht, warum Demokratie? Was Neues könnte doch besser sein. Oder wieso brauchen wir noch Politiker? Einfach mal eine wirklich radikale These. Eine wirklich radikale These, die an die Wurzel geht. Vielleicht ist Politik das Problem. Vielleicht ist auch eine andere Politik das Problem. Politik kann man nicht mit Politik bekämpfen. Vielleicht ist Politik einfach ausgereizt. Vielleicht funktioniert es nicht mehr. Und das ist dann Kunst. Kunst ist Abwesenheit von Ideologie, von Religion, von... Das ist aber wahnsinnig konkret. Das kann jeder für sich entscheiden. Jeder kann auch entscheiden, wie er seine Macht weitergibt, ob er sich repräsentieren lassen will, ob ich mich noch zum Mitläufer mache, ob ich einen Mitläuferstaat will, ob ich als Mitläufer andere Mitläufer an die Macht wählen möchte. Das kann doch jeder selber entscheiden. Wir müssen enttempeln. Wir müssen alles enttempeln, alles entheiligen. Das ist die große Macht der Kunst. Die Kunst kann alles enttempeln. Wir brauchen eine Kunstnation. Wir brauchen ein Kunstdeutschland. Wir brauchen einen Kunststaat. Wir brauchen keinen ideologischen Staat. Deutschland darf nie wieder von Ideologen oder Politikern oder Religionssüchtigen definiert und regiert werden. Diese Typen haben es verscherzt, die haben es alle schon mal gemacht und ist gescheitert. 2012 hatten wir bereits ein öffentliches Spiegelgespräch mit Jonathan Mese und es kam dann zum berühmten Mese-Gruß. Der Persiflage eines Hitler-Grußes, auch als persiflierend erkennbar. Es gab dann aber einige Zeit später eine Anklage und im Jahr 2013 dann ein Prozess, der, glaube ich, doch aber auch sehr nervenaufreibend war. Absolut. Ich wusste plötzlich, wer Feind und wer Freund ist. Es gab Leute, die haben die Straßenseite gewechselt. Das war Wahnsinn. Es gab Schauspieler, die mir gesagt haben, auf der Bühne darfst du einen Hitlergruß nicht machen.
oder den Mesegruß. Jetzt hast du gesagt, ja, der große Diktator. Da war dann plötzlich so, die waren dann völlig, die sind gaga, die Typen. Das ist eine blöde Geste oder die kann man machen. Das ist doch keine Geste, die ein für alle Mal für alle Jahrtausende ideologisch gefüllt sein muss. Also was wäre passiert, wenn die Nazis ein Herz auf die Fahne gemacht hätten? Ja, aber man muss darüber nachdenken, ja. Sind dann die Herzen verboten? Also ihr wirklich, das ist auch nicht, das ist gar nicht so lustig gemeint, aber ja, aber das ist ja immer die Frage, ne? Also wie missbrauche ich etwas oder was mache ich damit oder was passiert? Ja, und ich habe ja diesen Gruß gemacht, um mich zu distanzieren von zu viel Lobhudelei. Ich wollte nicht mehr so gelobhudelt werden und habe etwas gemacht, um mich von den Leuten abzugrenzen. Und es hat herrlich funktioniert. Die Politik hat ausgedient, sagen Sie, das könne man jetzt gerade am Chaos der Welt ganz gut erkennen, das sagen Sie auch. Man hat aber, je länger wir heute Abend zuhören, je stärker das Gefühl oder desto stärker das Gefühl, dass die Politik Sie doch sehr umtreibt. Ja, als Gegner. Ich sehe die Politik nur als Gegner und ich wundere mich, dass sie immer noch so viel Zulauf hat. So ein Schwachsinnsladen. Also da kommt immer wieder ein Neuer, der meint, er sei geiler als der andere und die sind alle gleich ungeil. Und ich sage ja nur, dass Kunst stärker ist als Politik. Das ist der Zusammenhang. Der Zusammenhang von Kunst und Politik ist, dass Kunst jede Politik überwinden wird. Kunst wird überleben. Aus dem alten Ägypten, Rom, alten Griechenland ist nur die Kunst übrig geblieben. Nicht die pharaonische Macht oder nicht das, was sie damals geglaubt haben. Religion ist viel zu schwach, Glaube ist zu schwach, um überleben zu können. Das ist ein Zeitphänomen. Glaube ist Zeitgeist. Es ist immer ein Blick nach hinten. Das ist Rezepte der Vergangenheit zu benutzen, um die Zukunft erpressen zu wollen. 2012, ist das richtig, sind Sie engagiert worden, um den Parsifal 2016 zu inszenieren. So, und dann haben Sie ja zugesagt und wir nehmen an, freudig zugesagt. Und was ist dann passiert bis zum Rauschmiss? Erstmal war ich natürlich beglückt, dass ich das machen sollte. Und dann kam eben Katharina Wagner und sagte, hey Jonathan, wir haben hier ein ganz tolles Angebot, mach doch den Parsifal als Regisseur, Bühnenbild nach dem Kostüm und mach auch noch eine Ausstellung in Wahnfried und wir werden dir keine Hürde in den Weg stellen, du hast carte blanche, du kannst machen, was du willst. Und da habe ich gedacht, ja super, ist ja geil, habe ich zwar noch nie gemacht, aber warum nicht? Herausforderung ist super und die wollen mir ja alle helfen, kein Thema. Und ich mache es mit Liebe und ich liebe Richard Wagner über alles, ohne Zynismus, ohne falsch. Und ich habe gedacht, jetzt geht's ab. Nee, ich habe gedacht, ich gehe richtig dahin und greife ein und greife an. Und dann merkte ich da irgendwann, dass die Stimmung kippte. Und ich merkte, ich soll abserviert werden. Und ich merkte dann eben, dass man mir die Zeit stiehlt und dass man mich vorführt. Und dann hat sich das so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Ja, ich musste ja auch gehen. Ich musste die hinter mich lassen, weil die wollten mich ja dressieren. Und merkten, es geht gar nicht. Ja, und deshalb musste ich ja gehen. Also ich kehre das jetzt auch um. Ja, ich wurde nicht wirklich rausgeschmissen, sondern rausgeekelt. Also ich musste gehen. Nicht? Sonst hätte ich Schaden genommen. Und die da jetzt im Moment sind und das mit sich machen lassen, was da gerade passiert, die nehmen Schaden. Also Sie meinen die Regisseure, die Sänger, die... Ja, alle Beteiligten nehmen Schaden. Leider. Weil Kunst ist ein Spiel, das nach vorne geht. Und Richard Wagner hat so viel riskiert, hat alles, alle Gelder angezapft, Geld. Ne? Für den spielte Geld überhaupt keine Rolle, es war da für die Kunst. Nicht? Ludwig II. Von Bayern hat das genauso gesehen. Nicht? Man hat über seine Verhältnisse gelebt, weil es nur um die Kunst und das Gesamtkunstwerk geht. Und ich möchte ja, dass das Gesamtkunstwerk uns beherrscht und an die Macht kommt. Das ist doch das Einzige und das habe ich von Richard Wagner gelernt. Ja? Das Politische von Richard Wagner hat nicht überlebt, nur die Kunst. Und Richard Wagner zu diffamieren geht für mich überhaupt nicht. Ich hatte ja gedacht, dass Bayreuth ein Raum der Kunst ist. Ja, hier gilt's der Kunst, Kinder schafft Neues. Aber da steht ganz oben jetzt, hier gilt's der Politik, wir müssen der CSU gefallen und den Wagnerianerverbänden. Und alle, die dort momentan inszenieren, müssen diesen Institutionen gefallen. Und wenn sie das nicht tun, also wenn sie sich nicht dressieren lassen, müssen sie gehen. Wie unabhängig muss man als Künstler sein oder wie unabhängig müssen sie sich fühlen, damit es... irgendwie funktioniert für Sie, damit Sie das gerne alles tun? Ich will um keinen Preis abhängig sein von ideologischem Gedankengut. Ich möchte gerne abhängig sein von Schlaf, Liebe, Demut, Mutter, Freundin, alles, was wirklich wichtig ist. Da mache ich mich gerne abhängig.
aber ich verweigere mich allen Ideologen und Ideologien, weil von denen abhängig zu sein, ist das Ende der Zukunft.